Die 217. Spielzeit des Anhaltischen Theaters dürfte so ziemlich alles werden. Mit Sicherheit aber nicht langweilig, das machten Generalintendant André Bücker und die Theaterleitung am Dienstagnachmittag schnell deutlich. Unter der Überschrift Glühende Landschaften nehmen zahlreiche Inszenierungen die Themen der Stadt und der Region auf, aber auch zahlreiche Klassiker der Literatur, Musik und Theatergeschichte werden bis Mitte 2012 zur Aufführung kommen. Die potenziellen Höhepunkte sind reich gesät. In der Oper gibt es natürlich eins der größten Highlights, die man überhaupt sich vorstellen kann im Opernbereich. Das ist Götterdämmerung von Richard Wagner. Bei uns der Auftakt zum ersten Ringzyklus seit 1958 wieder in Dessau. Also auch wirklich was ganz, ganz Besonderes. Im Schauspiel eröffnen wir mit einem auch der größten Klassiker überhaupt der Weltliteratur, Hamlet von William Shakespeare. Während die Anhaltische Philharmonie und das Ballett in der kommenden Spielzeit in den bewährten Händen von Anthony Hermus bzw. Tomasz Kaldanski bleiben, stellte André Bücker am Dienstag auch einige neue Gesichter in der Leitungsebene vor. In der Dramaturgie Sabit Braun neu bei uns und in der Schauspieldramaturgie Sabit Braun und in der Musiktheaterdramaturgie als leitender Musikdramaturg Felix Loser, der kommt aus Linz zu uns, auch ein exzellenter Kenner von Stimmen und dem Musiktheaterrepertoire. Also wir werden auch in der nächsten Spielzeit sehr, sehr gut aufgestellt sein personell und werden mit großem Elan und großem Eifer diese Spielzeit angehen. Niklas Ritter, der die Nachfolge von Andrea Moses als künstlerischer Leiter des Schauspiels antritt, lernte Stadt und Theater unter anderem in der vergangenen Spielzeit als Regisseur von Carmen Kittel kennen und ist nun seinerseits von der neuen Aufgabe begeistert. Es ist natürlich dieses riesige Theater eine ganz tolle Herausforderung und ein Traum für jeden Regisseur, würde ich sagen. Ich habe hier in der letzten Spielzeit ja Carmen Kittel inszeniert. Es war eine sehr schöne Erfahrung. Ich habe mit der Leitung sehr gut zusammenarbeiten können, mit dem Chefdramaturgen, mit André Bücker. Das sind die wesentlichen Sachen, warum ich gerne hier bin. Ich mag die Stadt, ich liebe die Natur. Ich gehe hier jeden Tag stundenlang spazieren, wenn ich nicht arbeiten muss. Jede Menge lobende Worte fand Ritter, der bisher als freier Regisseur und Videokünstler an Theatern in ganz Deutschland aktiv war und auch die Videoeinspielung für Schowantschina gestaltet hat, am Dienstag auch für seine neuen zukünftigen Kollegen. Ich finde, dass in allen Bereichen hier Top-Leute arbeiten. Also es sind natürlich, gibt es da solche und solche, auch wie überall in jedem Betrieb, aber ich würde sagen, es gibt in jedem Bereich, in der Beleuchtung, in der Technik, im Ton und Video, Leute, die absolut fit sind und auf deren Zusammenarbeit, also auf die ich mich freue. Überlebenswichtig für jedes Theater ist es natürlich, mit seinen Produktionen den Geschmack der Besucher zu treffen. Zugleich wird neben der Unterhaltung aber auch die kulturelle Bildung in der nächsten Spielzeit erneut eine entscheidende Rolle spielen. Mit zahlreichen Neuproduktionen, mit Festivals, Sonderveranstaltungen, der Fortsetzung beliebter Reihen wie dem Philharmonie-Stammtisch oder Trash am Montag und der Einführung neuer Formate sollte die 217. Spielzeit des Anhaltischen Theaters Dessau eigentlich keine Wünsche offen lassen.